Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Wir sind hier am Umspannwerk und wollen da reinkommen irgendwie. Wir wissen noch nicht so ganz wie, aber ich denke mal hier hinten durch die kalte Küche mit ein paar Feinden, die da so von sonst wo runterhüpfen. Alter, habt ihr einen Knall oder was? Nicht von der Seite. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht in Ordnung, finde ich das. Boah, Alter. Hier irgendwo noch einer? Nö. Kommst du an die Hand? Du da? Du bist weg. Tja. Fast Fingers nennt man das. Fast Fingers am Abzug. Da muss wieder Strom drauf. Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Ach, meint er das Emergency-Dingens? Mit den verborgenen... Ach, oder meint er das? Safe Haven. Jo. Sehe ich genauso. Ist hier irgendwas? Nöp. Ist hier... Ja. Ihr Füchse. Nicht mit mir. Ich finde hier alles. Bestimmt schon an Tonnen an Sachen vorbeirast. Und jetzt mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Ich will Muni oder so. Überall steht hier Safe Haven und ich gehe fest davon aus, wenn ich da reingehe, einen Schritt nur reintrete, also rein tue, rein mache, dann geht's Licht aus. Keinen Schritt weiter! Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie's! Sie kannten Zane, Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie. Mhm. Das ist ja nett. Aber bevor wir mit dir reden, Mausi, schnapp ich mir mal hier deine Leuchtfacklus. Hast du da vielleicht auch ein bisschen Muni hier oder so? Hast du da bestimmt. Im hellen Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist beim Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Hilft er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Nachts gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer 1. Wer sind wir? Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Und was hat uns das eingebrockt? Nein, ich kenne einen Geheimweg. Einen hellen Weg. Ein altes Wasserrohr. Beim Umspannwerk ist etwas beschädigt worden. Die ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Berg muss gekappt werden. Und Sie wollen, dass ich es tue? Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. Dem Umspannwerk den Strom abklemmen. Das ist ja mal ein geiler Auftrag. So, gibt's hier irgendwas? Da sind Bakterien? Nehmen wir mit. Büchlein? Leuchtpistole? Nehmen wir mit. Thermoskanne? Nehmen wir mit. Da ist auch noch Kaffee drin, aber der sieht mir zu schwarz aus. Da kriegt bestimmt wieder Herzrasen von. Keine Muni. Nur Leuchtmuni-Krams. Ich habe mich auf diese Zeiten vorbereitet. Schön. Dunkle Zeiten. Sie haben ein Versteck gefunden, ja? Sie können die Zeichen sehen. Nur wenige können das. Ich brauche mit einer Lampe drauf leuchten. Sie ruhig, was Sie benötigen. Die sind alle für Sie. Für solche, wie wir es sind. Wir erledigen die Arbeit für Tom. Habe ich recht? Schnell! Der Schalter ist an der Wand Richtung Küste. Alles klar, Mausi. Tschüss. Hm?
Ach, den müssen wir dann nachher bestimmt betätigen. Dann klemmen wir mal dem Umspannwerk den Strom ab. Bevor wir uns... Aua. Tu doch nicht sowas. Weaver hatte mich geschickt, die Stromzufuhr zum Umspannwerk zu kappen. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Hoffentlich war Weaver zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert. Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten. Ich hab nicht mehr so viel Muni. Ich brauche mal wieder ein bisschen was. Sonst habe ich ein Problem. So langsam. Wohl eins never go out at night. Alles klar. Machen wir nicht. Nein, 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 nein. Ach, das sind die. Ach so, nee, das ist. Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Oder das Muni. Die habe ich gesehen. Ich nur noch rankommen. Richtig. Ist hier irgendwo was? Okay. Wenn ich die Tore zubekäme, könnte ich über sie an den Notschalter gelangen. Floodgate Controls. Lesen. Schleusentorsteuerung. Bedienung durch autorisiertes Personal. Personal. Bin ich. Okay, jetzt komme ich darüber. Komme ich darüber? Alles klar. Machen wir mal hier mal. Und den auch. Na komm mal. Nee. Alles auf, bitte. Ich liebe solche Denkspielchen. Die sind genau meine Kragenweite. Also mit anderen Worten, ich muss das irgendwie... Boah, nee, komm. Ich hasse sowas. Das wusste ich, dass das so geht. Von Anfang an wusste ich das. Man muss auch mal Glück haben im Leben. Ne? Hm? Ruhe Nummer, was ist das? 2? Keep the lights on. Jawohl. Zwölf Schuss. Wie weit soll ich denn bitte mit 12 Schuss kommen? Wirft sowas. Ich habe keine Ahnung. Gott. Was ist denn jetzt los? Das Umspannwerk versank ohne Strom im Dunkel. Weavers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Mhm. Der mir den Boden unter den Füßen weg. So, Safe Haven. Ich denke mal, jetzt kommen gleich wieder 5 Kumpels an den Rand. Oder nur einer. Nö, mehrere.
Tschüssen. Ich habe keine Muni mehr. Was zur Hölle? Bist du hier irgendwo? Alter! Ist wahr. So. Wir machen Taktik. Die und die bitte wählen. Auf die Ausrüstung achten. Na, ist klar, ist klar, ist klar. Okay, dann hier diesen. Und warte mal. Für dich habe ich noch die. Ah, sehr gut. Das wusste ich ja auch nie, dass man die da reinlocken kann. Muss man mir doch sagen, dass sie da gegrillt werden. Na gut, jetzt habe ich kaum noch Muni. Bin blank. Bis aufs letzte Hemd. Quasi. So. Muck auf die Tür. Bin wieder da. Oh Gott. Sieht schon geil aus. Kann man sich ja nicht beschweren, ne? Hat sie neue Muni oder so? Vorräte aufgefüllt. Hier entlang, junger Mann. Los, los. Das Rohr ist jetzt leer. Wir können gehen. Wir müssen hier entlang. Ja, doch, Mutti. Komm. Tom und Barbara. Ich war so in ihn verliebt. So ein schöner Mann. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatte. Und dann fing Tom an zu schreiben und erweckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen. Aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein Rückfahrticket. Ich fange an, es zu verstehen. In dem Fall, junger Mann, sind sie vielleicht klüger, als Tom es war. Die Hexe sah so aus wie sie, aber sie war es nicht. Barbara war so lieb. Er begriff zu spät und versuchte es ungeschehen zu machen. Schrieb sich selbst, sie und alles, das er je verfasst hatte, aus der Welt. Ach, er war so berühmt und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom, er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück, für den Fall, dass es wieder passiert. Eine Versicherung. Er hat mir vertraut oder mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle, wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf sie. Wir sind Figuren, gefangen in einer Geschichte, die sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, erlebt keiner von uns das Ende. Woher wissen Sie das? Tom hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir. Im Fernseher von jenseits der Welt. Aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest. Hinterlässt ein Mal. Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Hast du keinen Empfang da unten? Hallo! Al! Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort. Okay, ich sage Sarah. Ah, Sarah also. Oh nein, scheiße, verdammte Shit! Barry! Barry! Wir müssen nachsehen, wie es ihm geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Pff,
Fuck. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr, ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Wenigstens musste ich mir um Sie keine Sorgen machen. Sie wusste, sich zu schützen. Ach, du Heiliger. Okay. Da ist eine Seite. Wie kommt denn die Seite dahin? The well-lit room. Okay, ich habe nicht so viele Muni, Leute. Bitte nicht so viel Gegners. Kontrollpunkt. Und auch keine Piepmetze. Boah. Am Arsch, ey. Gucken, ob ich die ohne irgendwelche Waffen platt kriege. Alter, die kommen ja aus dem Dunkel. Also aus dem Berg und so. Kommt da wieder, ihr Drecksviecher. So. Nur ganz kurzzeitig die Übersicht verloren. Kürzen wir ab, oder? Nein, wir kürzen nicht ab. Gibt's Muni? Muni, Muni, Muni. Jawoll. Und Checkpoint. Zauberhaft. Nun gut. Dann würde ich mal sagen, für dieses soll es auch schon wieder gewesen sein. Folge rum, Zeit ist rum. Wir sehen uns morgen wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Vergesst nicht, wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben signalisieren. Oder natürlich auch einen netten Kommentar oder auf Facebook mal vorbeischauen auf /der Stinky. In dem Sinne, Schüsschen mit Küsschen drin, ja, und wir gruseln uns morgen wieder. Bye, bye.